Willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles 2. Nach den Geschehnissen in den letzten Part sind wir in den Ruinen einer Zivilisation. Wir sind abgestürzt aus dem Wolkenmeer und von unseren Freunden wurden wir getrennt. Jetzt müssen wir erstmal unsere Freunde finden. Mythra und Pyra geht's gut. Und zusätzlich sind auch noch die wahren Kräfte als Meister der Aegis erweckt worden bei Rex. Das heißt, wir können jetzt egal mit welcher, also wir können jetzt auch mit den Klingen kämpfen, die mit den anderen Gruppenmitgliedern resoniert wurden. Das heißt, theoretisch müssen wir jetzt eigentlich gar keine Klingen mehr bei Rex resonieren. Denn wir können ja eh mit allen kämpfen. Mir wurde nämlich vor zig Parts mal geraten, nicht allzu viele Klingen mit Rex zu resonieren. Jetzt weiß ich natürlich auch warum. Really? You got to meet Adam? Yeah. I mean, it's like I have broken bits of memory about him. Adam told me something. He told me to fight for the things that I wanted to protect. I made my choice. I fight for you and Pyra. I mean, I'm still not good enough for you, but... Don't say that. I've made a choice as well. Not to live in fear. Muss man sich mal vorstellen, selbst Adam war nicht der wahre Meister. Hey, when you transformed before? That form, it's our true nature. The sword changed, right? Yeah. It's not just physically stronger. It also lets us control artifices at will, so be careful. Careful? I mean, don't get carried away. I see. Which one of you is it, in that form? Which one? Deep down. It's not one or the other. It's both at once. Like coffee with milk? What kind of a... Something like that, anyway. So you're Pythra? Myra? It doesn't matter. Pyra, Mythra, they're both me. Call me whichever. Okay, sure. Wie jetzt? Dein Ernst? Jetzt müssen wir uns aussuchen, welchen Namen wir verwenden wollen? Ach so, wahrscheinlich... Ja, okay, das trifft dann wahrscheinlich nur auf die wahre Form zu. So, jetzt musste ich mal kurz überlegen, was ich da aussuche. Ich werde mich wahrscheinlich, beziehungsweise ich werde mich für Pyra entscheiden, weil jetzt in der Zwischensequenz, wo diese Verwandlung eingeführt wurde, hieß es auch Pyra. Und ich habe mich mal kurz informiert und... Die einzige Auswirkung, die das wohl haben wird, ist, dass diese spezielle Form dann den Namen Pyra bzw. Mythra haben wird und Rex vielleicht diesen Namen dann auch noch rufen wird. Deswegen, ja, Rex kennt Pyra auch schon länger. Mythra kam ja erst später dazu im Endeffekt. Deswegen, ja, du hast dich für den Namen Pyra entschieden. Ist das korrekt? Ja. You can transform at will. If I need to. I see. What? What are you laughing at? Well, I kind of preferred your hair in that form. It's like that, is it? You jerk. Blöd, man. That sound. It's the others. Come on.
Ich würde sie ja Pythra nennen, weil ich habe mich, ich glaube, früher schon versprochen und außerdem Pythra gesagt, obwohl ich entweder Pyra bzw. oder Mythra gemeint habe. Aber dass dieses Versprechen im Endeffekt Moritha. Ach, da unten. Interessant. Jetzt frage ich mich nur, wie wir da wieder hochkommen. I can't lose to these fools. Was sind das für Viecher? Jin? He wound up here too. Was ist denn los mit dir? He's still wounded from before. Rex? You? You can't move, right? I can't just let you die here. Even if you are my enemy. Mythra? You must. But don't kid yourself that I think this is a good idea, Rex. Was ist denn das für ein Viech? Und vor allen Dingen, welches Level? Ey, warum können wir Jin spielen? Dein Ernst? Warum können wir Jin spielen? Todfeuer, Guldo. Ist ja nice, auf jeden Fall. Vor allen Dingen warum hat er seine Maske wieder auf? Na gut. Er ist natürlich mit keiner Klinge resoniert. Oh. Steh auf, Junge. Ich danke dir für die Hilfe. Lol. Schon wieder? Steh auf, ey. Ey, der heilt sich. Warum heilt er sich hoch? Na toll. Aufstehen. Du musst ihn mal umschmeißen. Was ist denn das für ein... Elementabsorber, Alter. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, ihn auszusuchen. Gerade so geschafft. Gerade so. But why did you help me? I'm our enemy. Yeah, we know that. Even so, it would have been wrong. I just thought I can't let it end like that. And no, it's nothing.
Hey! Jetzt steht er wieder auf. What? Those flames. You've got a lot to learn. You've got to burn these monsters up. That or smash their core crystal. Otherwise, they'll keep coming. Rigid! Poppy! Gramps! Rix! Are you okay? Poppy, find friends! But Jin? Und der ist ein bisschen K.O. Dezent. Oh, really? So you lost Tor and the others? It's fine. Master Pond is not as soft as he looks. It's faint, but I can feel the energy signature of Morag's weapons. She must be here too. Okay. Let's rest up, then go look for them. Hey, Rex. What about that scumbag there? Ah. I think I beat him up pretty bad in that fight. I couldn't just leave him to die. I thought it would be something like that. Huh. Your sweet bleeding heart. So, what are we going to do? Mithra, maybe you could, Fine. Whatever. Give me a sec. Soll sie ihn jetzt heilen, oder? Incredible. What awesome power you've acquired. This is the power of the Master Blade. The Master Blade possesses the data of all Blade cores. This is... What's wrong? His heart. It's a human heart. Huh? He's a flesh eater. Ja, mit einem roten Kristall. What? What did you do to me? Easy. You'll be fine. It's not perfect, so be careful with it. Mithra. My name. You still remember it, do you? I guess that makes sense. You never did return to your crystal, did you? You're a lucky man, Jin. You've been given the second chance you denied to many brave Ardanians. I doubt your luck would hold up so well if Morag were here. Mithra, didn't you and Jin? Yes. We fought together against Malos once. That's why I need to know. Why? Why did you take Malos's side? You really want to know? You only think you do. If you knew, it'd destroy you too. I can guess. And I can tell you, it didn't lead me to the same conclusion as you. Laura. She's in there, isn't she? With everything you've done, we can't forgive you. And if you're gonna keep standing in our way in the future, keep trying to destroy the world, we will stop you. But right now... Naive kid. This is the land of Morathi. And it's a place of more wickedness than you can imagine. You know it. This land was destroyed long before Allrest existed. Okay. Birthplace of the Architect. That's what Malos said. The Architects? Jin, I know full well there's no easy way to change your mind. But hear me out. Let's regroup and climb up the world tree. Call it a ceasefire until then, okay?
A united front? As you wish. It's not like I could take you on in this state, anyway. Okay. Aha. Puh, ich habe absolut keine Ahnung, wo wir lang sollen. Nun, zurückzugehen fällt flach. Also gehen wir einfach weiter vorwärts, würde ich sagen. Tja, einen anderen Weg sehe ich auch nicht. Wir müssen uns wohl irgendwie einen Weg durch dieses eingestürzte Gebäude da suchen. Wir mussten uns vorsehen. Jin wird uns in seiner jetzigen Verfassung im Kampf keine große Hilfe sein. Wir haben wenige Kämpfer zur Verfügung als sonst. Wir dürfen uns nicht unnötig in Gefahr bringen. Entfesselte Macht, Stufe 3. Kritischer Schlag, Stufe 3. Jetzt muss ich erstmal hier abchecken, was da los ist. Okay. Mit Jin können wir null anfangen. Null. Also, er kann mit keiner Klinge resonieren. Er kann... Oder doch? Nee, glaube ich nicht. Könnte nur Rex. Ja, irgendwie blöde, ne? Weil der Enzyklopädie ist ja bestimmt jetzt auch nicht drin, oder? Wäre ja irgendwie ulkig, ne? Nö. Schade. Also scheint das wirklich nur ein Bündnis auf Zeit zu sein. Wäre cool, wenn wir ihn später irgendwann als Klinge nutzen könnten, aber das bezweifle ich. Oh. Der hat automatisch Budget ausgesucht. Lol. Aber mit Poppy können wir natürlich nicht resonieren, weil es keine richtige Klinge ist. Boreas. Komm, für den Fall der Fälle. Für den Fall der Fälle. Nehmen wir den auch noch mit rein, falls wir mal heilen müssen. Hier können wir nach wie vor nichts machen. Ausrüstung. Ja. Passt. Krass. Krass, krass, krass. Komm out, komm out. Kohlenkubus-Fluchzweig. Ah, die Namen der Items hier sind bestimmt auch... Hä? Bridget ist es jetzt... Was? Bridget ist jetzt Rex' Klingenpartner. Versuche Morik nachzueifern, um Bridgets Macht zur vollen Entfaltung zu bringen. Mhm. Lol. In my experience. Ist ja auch witzig. Weg durch das Gebäude, oder? Mal gucken hier. Also ein gestürzter Wolkenkratzer. Oh, hier schon mal eine Truhe. Treasure acquired. Kernkristall. Droma. Droma kamen wir noch nicht hier. Schade. Müssen wir uns merken. Also müssen wir wohl da hoch. Aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, es ist ähnlich... Okay, das wäre im Endeffekt jetzt ein Spoiler für den ersten Part. Baguan Fürst. Ist das ein Roboter oder was? Okay. Cool.
Ist ja ganz cool, dass man mit allen Klingen kämpfen kann. Okay, jetzt müssen wir schon mal. Oh, cool. Wenn wir es schaffen, den umzuwerfen, dann macht Jin auf jeden Fall richtig Schaden. Alles so dunkel hier. Sieht man ja gar nichts. Komm out, komm out. Muss mal ganz kurz. Ich hoffe, es funktioniert. Nicht Erweiterungspass, sondern System. Speichern können wir auch aber kurz. Aber ich muss hier in den Bildschirm. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ich glaube, jetzt seht ihr. Okay, hier kann man eh nicht weiter. Krass. Was ist hier los? Alter, das ist doch. Oh oh. Hört sich gar nicht gut an. Eine Schalltafel. Oh. Da muss man auch erstmal rüberkommen, Mann. Ah, so kommen wir da ran. Calm your mind. Structural analysis in progress. Wir brauchen Elektroelemente, na toll. Nicht Mithra, sondern irgendwas elektromäßiges. Toll. Let's prove our new powers. Let's sock it to him. Alter, das ist jetzt echt knapp. Bam! Es ist wieder hell. Geil. Also man muss ja nicht unbedingt hell machen, aber wenn es hell ist, ist es auf jeden Fall geiler. Ich schätze mal, da geht's weiter. Ich würde aber gerne zuerst wieder die Klingen, die richtigen nehmen. Bridget ist natürlich stärker. Just leave it to Boreas. Weil da hinten war noch ein Gegner. Ich weiß. Okay, bring it on. Armor fail! Heat rush! The time spin, in I go! Rhino! And storm spin! My excitement is rising! Element cookie. Gehen wir auf Mithra. Alter, die Kombination immer. Hier ist ja gar nichts. Oh, doch. Man kann da hoch. Aber was bringt das, da hoch zu gehen? Geheimpunkt? Gestürzter Wolkenkratzer. Ich habe ja die Vermutung, dass es im Endeffekt
die Menschen waren, die das alles, naja, entwickelt haben. Verursacht haben, weiß der Geier. Was jetzt hier? Ein kleiner Schatz. Nein. Daran kommen wir auch nicht. So ein Mist. What have we here? In my experience. So ein Mist. Ganz ehrlich. Ganz schön windig hier. Schnellstraße 8. Ich sag ja, das ist 100 pro so eine alte. Come out, come out. In my experience. Nur was wollen wir denn hier oben? No. Bagoin first. Aua. Ey, ich finde das echt cool, dass er den Angriff dafür aufhebt, wenn der Gegner umgeworfen ist. Richtig, richtig gut. Toll, den kann man auch einfach ignorieren. Oder auch nicht. Okay. Der Dalakio Kundschafter. Nein! Jetzt holt er alle ran. Hä, warum hat er den jetzt nicht umgeworfen? Achso. Macht leider nur extra Schaden, wenn umgeworfen. Oh, einer ist schon down. Jetzt wechseln wir mal auf Mythra. Uiuiuiui. Wie soll ich denn da jetzt hochheilen? Mist. Oh.
geschafft, lol. Nicht schlecht. Ordentlich Kohle. Ich finde ja witzig, dass sein Outfit... Er hat trotzdem immer noch den Helm an. Also kann er ja einen Mega-Bergungstaucher jetzt machen, oder was? Ich habe einen Splitter bekommen. Und 25%... Wow. Auf zusätzlichen Angriff nach Autoangriffstreffer. Machen wir. Krasser Splitter, muss ich sagen. Okay, Feuerabwehr 5. Nicht schlecht. Boah. Was soll man denn damit machen? Aber ich würde sagen, wir machen hier ein kleines Päuschen. In der Zwischenzeit kill ich hier nochmal ein paar Monster. Und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir dann zur nächsten Zwischensequenz wandern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.